Herzlich willkommen zum großen Finale von Thüringen leuchtet, der Aktion gemeinsam von Landeswelle Thüringen und der Thüringer Energie AG. Mein Name ist Marco Kamphaus, der Programmchef von Landeswelle. Und ich bin nicht allein in dieser Videoschalte. Ich sehe Roy Hildebrandt von der Thüringer Energie AG. Hallo, Herr Hildebrandt. Schönen guten Tag. Und in doppelter Besetzung schalten wir jetzt nach Triptis. Das ist einer unserer drei Gewinner in diesem Jahr. Zum einen begrüße ich den Bürgermeister von Triptis, Herrn Peter Oros. Hallo, Herr Oros. Hallo, guten Tag. Und neben ihm sitzt Jan Wiskott. Er hat seine Kommune angemeldet und damit dafür gesorgt, dass sie am Ende gewonnen hat. Hallo, Herr Wiskott. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Thüringer Energie AG und Landeswelle machen nun schon seit einigen Jahren die Aktion Thüringen leuchtet. Und das wird jedes Jahr immer besser und immer mehr angenommen von den Thüringern. Sie hatten also reichlich Konkurrenz in diesem Jahr in Triptis, Herr Wiskott. Und trotzdem haben Ihre Fotos die Jury überzeugt. Wir schauen mal kurz drauf. Und da sehen wir, dass eigentlich ja, so wie es aussieht, ganz Triptis geschmückt war. War das so? Na, zumindest ein relativ großer Teil, ja. Es sind, glaube ich, über den Daumen gepeilt in etwa knapp 50 Lichterketten gewesen, die wir verbastelt verbaut haben. Aber gerade der Brunnen, da zählen unzählige Lichter rein. Für Triptis haben wir uns entschieden, weil es nicht nur den Ortskern beinhaltet, sondern auch in die Straße hinausgeht. Das heißt, man hat sich nicht nur auf eine kleine Region im Ort beschränkt, sondern hat den kompletten Ort mitgenommen. Und das liegt uns halt auch am Herzen, dass man alle gemeinsam dort was gestaltet. Und das hat uns überzeugt. Und deswegen bekommt Triptis als einer von drei Gewinnern, ich halte es mal jetzt hier symbolisch in die Kamera, diese 3.000 Euro zur Sanierung des Hauses Schwanke. Haben wir sonst immer ein Funkhaus gemacht, klappt vielleicht nächstes Jahr wieder, aber in diesem Jahr eben symbolisch dieser Spendencheck. Das Geld ist auch unterwegs und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung des Projektes und alles Gute damit. Ja, zunächst mal möchte ich einen Dank sagen an Jan, weil der Jan ja eigentlich der Initiator war von dieser Bewerbung und der Jan auch derjenige ist, der hier kreativ in der Stadt unterwegs ist und sich auch der sehr viel Mühe gemacht hat mit der Gestaltung unserer Stadt. Und es ist auch von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen worden und auch honoriert worden und auch von unseren Gästen. 3.000 Euro also für das Heimatmuseum in Triptis von der Thüringer Energie AG. Und es gibt auch noch 3.000 Euro von Landeswelle und zwar für eine Radiokampagne für Triptis. Da können Sie sich überlegen, was Sie damit machen wollen, was Sie damit bewerben wollen bei uns im Radio. In den vergangenen Jahren waren es meistens Veranstaltungen. Ich traue mich das dort fast gar nicht zu sagen, aber ich bin zuversichtlich, dass das auch im Laufe des Jahres 2021 wieder möglich sein sollte. Also machen Sie sich Gedanken, was wir damit im Radio bei Ihnen ankündigen und bewerben sollen. Ja, das waren tolle Bilder aus Triptis und ja, wir freuen uns auch auf Fotos vom Heimatmuseum, wenn Sie das Geld dort verwendet haben. Ich wünsche Ihnen Gesundheit vor allem fürs neue Jahr, bedanke mich nochmal fürs Mitmachen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich gesund, dann bald auch mal wirklich persönlich. Dankeschön. Thüringen leuchtet mit Landeswelle Thüringen und den Energieexperten der TEAG Thüringer Energie.